Meine Damen und Herren, mein Name ist Hermann Otto Solms, verheiratet, drei Kinder, 73 Jahre alt. Als in der Nacht nach dem Wahldebakel, ich schätze so Mitternacht, mein Handy klingelte, war Christian Lindner dran und fragte mich, ob ich denn wieder Schatzmeister werden wollte. Daraufhin habe ich geantwortet, doch bitte nicht schon wieder. Ich habe es ja doch lange gemacht. Aber ich habe mir dann in den nächsten Tagen die Situation überlegt und bin zum Ergebnis gekommen, wenn wir es schaffen, einen wirklichen Neuanfang zu gestalten, dann lohnt sich die Arbeit und dann wird es sich lohnen, auch noch mal in die Speichen zu greifen. Denn eigentlich war ich darauf vorbereitet, in den Ruhestand zu gehen. Und meine hessischen Freunde hatten mir ja ausreichend Zeit gegeben, mich darauf vorzubereiten. Nun gut, habe ich ihm gesagt, wenn dieses ein wirklicher Neuanfang wird, bei dem die Führung eng zusammenarbeitet und wir geschlossen auftreten, dann hat das auch eine große Chance. Die beginnt aber damit, dass wir, und da ist ja immer der Schatzmeister für verantwortlich, wir erstmal dafür sorgen müssen, dass wir stabile Finanzverhältnisse in der eigenen Partei haben. Deswegen habe ich mich zusammengesetzt mit dem bisherigen Schatzmeister Otto Fricke, beraten von Walter Eschweiler und Jörg Paschedak, und wir haben die Finanzen genau angeschaut und sind zum Ergebnis gekommen, wenn wir unsere Ausgaben dem zu erwartenden Einnahmenniveau anpassen wollen, müssen wir die Ausgaben der Bundespartei um rund 25% senken. Das ist eine unerfreuliche, auch menschlich teilweise bittere Aufgabe, aber sie ist unvermeidlich. Und diese Arbeit haben wir soweit zu einem Zustand gebracht, dass ich heute sagen kann, die Parteifinanzen sind für die nächsten 4 Jahre, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, in stabilen Verhältnissen. Nicht übertrieben gut, aber in stabilen Verhältnissen. Und das war für mich die zweite Voraussetzung, dass ich diese Arbeit wieder aufnehmen kann. Und nun bin ich auch bereit, es zu tun. Lassen Sie mich abschließend noch eine politische Bemerkung machen. Sie wissen ja, dass ich viele Jahre lang an dem Thema stabile Staatsfinanzen und gerechte Steuern gearbeitet habe. Und da sind wir vielfach auch kritisiert worden. Wir sollten uns nicht auf ein Thema verengen. Mindestens 10 Jahre haben wir hartnäckig daran gearbeitet, die Meinungsführerschaft in diesem zentralen Thema in Deutschland zwischen allen Parteien zu erreichen. Und damit haben wir diesen großen Wahlsieg 2009 erreicht und nicht die Wahl jetzt verloren. Die Wahl ist verloren worden, weil man das Versprechen, was in dieser Wahlaussage enthalten war, nicht eingehalten hat. Und deswegen empfehle ich Ihnen für die Zukunft, versuchen Sie wiederum, die Meinungsführerschaft in wichtigen Themen zu erreichen. Und es wäre schön, wenn wir beispielsweise in dem Thema Datenschutz, Schutz der Bürgerrechte anlässlich des Skandals der NSA-Überwachungen, wenn wir da auch wieder die Meinungsführerschaft erreichen würden, gleichzeitig die in der Finanzpolitik aber zurückerobern. Dann ist mir auch nicht bange bei der nächsten Bundestagswahl und dann werden wir dort wieder ein gutes Ergebnis erzielen. Also mit Mut und Sachverstand und Klarheit in die Wahl und mit Geschlossenheit der ganzen Truppe hier und der ganzen Partei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.